Ja, was spiele ich denn da? Es sieht viel zu 3D für Essenes aus. Das kann kein Essenes-Spiel sein. Denkst du, es ist Kirby's Fun Pack mit einem total genialen Intro. So genial, dass es keiner fassen kann. Ihr merkt vielleicht, meine Stimmqualität ist ein bisschen schlechter als sonst. Das liegt daran, weil ich diesmal wieder mal mit Camcorder ein bisschen aufnehme. Aus ganz speziellen Gründen, die ihr noch erfahren werdet. Ich habe da schon mal einen Spielstand angefangen, aber ist ja egal. Ich fange einen neuen an. Und wir spielen, beziehungsweise ich spiele Spring Breeze. Hilfe! All das Essen! Das ist gestohlen worden! Bitte beeil dich, Kirby! Oder wir werden alle verhungern! Oh mein Gott. Okay. New Game. Wir brauchen kein Tutorial, weil jeder kennt Kirby, einfach Amok laufen und... Was ich... So. Erstes Level, Green Greens. Aber natürlich kann man Kirby's Fun Pack nicht alleine spielen, weil sonst macht es ja keinen Fun. Wir haben hier einen Gefährten. Hey, wie heißt du? Boah, ich bin Waldo, der Zerstörer. Oh mein Gott, oder auch in leiblicher Form heißt der Benzel mein viel zu alter Bruder. Er ist ganze 2 Jahre älter als ich. Und ich bin Kato. Keine Sorge, Lord 3D denkt sich das nur aus. Er stellt sich die Stimme tiefer und behauptet, er hat einen Bruder. Ja. Benzel ist voll fake. Okay. No, by sexual and misleading. Und du bist fast gestorben. Okay, ich kann nicht sterben. Ich bin Waddledoo, der Allmächtige. Alter, ich mach dich gleich zu einem Cutter. Ich kann alles außer dreidimensional sehen, da ich nur ein Auge habe. Hahaha. Mann, das machst du mich so einen blöden Sir Kibbel, der nicht mal Schwert kämpfen kann, obwohl er so aussieht wie ein... Du hast ihn umgebracht. Und ich bin jetzt in Bombenstimmung. Ich bin voll Bombe. Und solche blöden Wortspiele kommen raus, wenn man zu zweit ein Spiel spielt, das keiner mag. Okay, jetzt gehen wir mal rein. Willst du wieder mal du sein? Nein, okay. Oh, eine Kuh! Eine Kuh! Nein! Blöde Kuh! Das ist ein Bär bzw. ein Hund. Das ist eine Kuh! Ein Yeti ist das! Stirb, du tanzender Mann! Amok laufen! Hey, da hinten gibt's was zu essen! Ich brauche Energie! Knutsch mich! Okay. Das ist irgendwie schwul. Weißt du, was noch schwul ist? Deine Mutter. Okay, sehr. Nein, the common question of the day. Hey, und wir gehen runter zum ersten Endboss. Warum kickst du mich hoch? Hä? Warum machst du das immer? Ich kick dich gleich aus dem Spiel. Wir bringen ihn um, diesen Baum. Wir sind gegen den Regenwald und der ist tot. Oh, Nitsch. Und jetzt tanzen wir so und Sir Kibble will verzweifelt versuchen, dazu zu gehören. Er hat überhaupt kein Taktgefühl. Er hat nicht mal Augen. Ja, verstehst du? Da war mir Waldo lieber, der konnte noch was sehen. Der hat wenigstens ein Auge, ja. Float Island, Stage 2. So, wir sind in irgendeinem... Oh yeah, Knuckle Joe. Killing, aber wir müssen ihn noch... Ja, genau. Bring ihn lebend her, sag. Du bist Knuckle Joe. Wow. Und ich brauche eine Fähigkeit, weil sonst bin ich in diesem Spiel abgekackt und hingeschissen oder so. Irgendwie. Kann er nur das? Oh. Nur Boxen? Das musst du einfach ein bisschen ausprobieren, dann kommst du auf voll coole Moves. Du kannst auch in der Luft A drücken, im Laufen und überall. Oder was mit B ausprobieren, alles mögliche. So, da hinten ist eine versteckte Tür und da gibt's ein Leben, aber nur wenn man von den Kokosnüssen das ist massakriert nicht, wird. So das ist nicht A, das ist Y. Oh, sorry. Du Essen-Snoop. Ja, ich habe mir die Steuerung so umgestellt, damit's cool ist. So. So, und da kommt jetzt ein Selbstmörder. Oder doch nicht? Okay, er hat sich selbst umgebracht, wie immer. Hey, und du frisst mich nicht ein. Du... So, ich bin... Der Schneemann. Ich bin cool. Du siehst aus wie Sonic. Und ich habe mich gerade irgendwie nicht umdrehen können. So. So, und jetzt kommt die coolste Passage im ganzen Spiel. Gib mir einen Schmatzer! Und jetzt sind wir beide unverwundbar durch die Kraft der... Lollis! Die allmächtigen Lollis! So, und jetzt... Garbage Onage! So, Onage! So, und weiter geht's! Blödes Walross!
Wo ist denn dein, wo ist dein Zimmermann jetzt, du Walross? So. Oh mein Gott, diese Bombe bringe ich um. Oh shit, das war keine gute Idee. Hey, ich, hey, lass ein paar Schwertkämpfe für mich übrig, dann bin ich halt wieder Sir Cable oder Cutter oder wie der heißt. So, was für ein Boss kommt jetzt? Genau, diese... Willst du mir helfen, meine Freundin zu retten? Wow. Wow, 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 wow. Hey, 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 hey. Oh, jetzt kommst du auf einmal von da. Ja, sehr klug. Nur so. Falls ihr es noch nicht wisst, Lololo und Lalala sind aus einem HAL Laboratories Spiel The Adventures of Lolo für das NES. Tod! Oh, nicht! So. Dappi dappi da du da da, dappi da di da da, dappi dappi da verzweifelt dazu zu gehören. Er kann's besser als Sir Kibble. Ja, er hat nämlich Arme. Moment, das hat Sir Kibble auch. So, Bubbly Clouds und Kirby hat Schnupfen, Buff-Banner. Und Kopfschmerzen. Au. Boah, das war ein sanfter Genick-Kick. Hey, ich... Nein! Jetzt das wollte ich nicht. Jetzt haben wir beide unser Leben verkackt. Boah, ja, und ich bin der dumme Sir Kibble. Und ich bin Sword. Oder so. Du bist Link. Ich bin Link. Da 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 la la. Da 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 da. Oh mein Gott, wir sollten echt... Ich hab das Schwert. Und ich bin Spiegel. Mirror. Das sieht irgendwie aus wie wieder Waddle-Doo. Was hast du da gemacht? Ich bin voll cool, denn ich bin... Ich hab Spiegelkräfte. Ich check dich nicht. Wo ist das am Anfang? Nein! Und ich bin gerade gestorben. Na toll, ich darf runterfallen, aber du nicht. Warum bin ich gerade gestorben? Weil du dumm bist. Ich habe zu lange Super Mario World gespielt und deswegen bin ich jetzt irgendwie voll eingerostet. Ja, da bist du gewohnt, dass du in Schlucht nüpfen kannst. Was ich da... Von Super Mario World ist es gar nicht das Ziel, so oft zu sterben wie möglich. Wow, hey, hey. Hey, du hast ihn gekillt. Ich bin... Achso, ich muss da rauf, okay. Deine Waffe ist irgendwie gay. Fucking gay. So. Und ich bekomme jetzt schon genick weh. Ach du Scheiße. Wow, wo sind wir denn jetzt hingelangt? Wow. Ein extra Leben. Ich will Bomben haben. Ha, ich hab die Blume getötet. Nein! Ich bin blind. So schnell. Nein! Ich sieg die Pepper, ey. So, okay. Los geht's. Weiter geht's, oder? Ich will Sir Kibble sein. Nein! Wie habe ich das jetzt geschafft? Du kannst fliegen, verdammt! Nein, wirklich, aber nicht, wenn ich in so einen Sir Kibble im Mund habe. Die schmecken mir nämlich nicht, da wird man schlecht und dann sauf ich ab. Hey, ich will... So. Kamehameha. Und tot. So, und in den Mond rein. Hey, ich will in den Mond, so. Dalilu. Nur der Mann im Mond schaut zu. Wie die kleinen Babys schlafen. Knutsch. Du mich auch. Bussi, Bussi. Bussi, Bär. Ey, extra Leben, das will ich haben. So. So, okay, wir brauchen kein Essen mehr. Wir können fallen und fallen und fallen. Da war ein Hintern. Da war ein Hintern. Mama. Noch ein Hintern. Brauchen wir den Hammer eigentlich? Eigentlich nicht, oder? Das haut auch so gut hin. Ja, gehen wir weg.